Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich möchte heute darüber sprechen, wie dieser Angstkreislauf durchbrochen werden kann und möchte da ein bisschen deutlicher, näher auf die Wahrnehmung an sich einnehmen. Was bedeutet denn Wahrnehmung? Wahrnehmung bedeutet, dass wir über die Sinne gewisse Informationen aufnehmen. Also wir hören etwas, wir sehen etwas, wir riechen etwas, wir schmecken etwas. Und wir haben gewisse Gefühle, Emotionen und diese Dinge nehmen wir über die Wahrnehmung auf. Jetzt kann es so sein, beispielsweise, dass wir eine ganz bestimmte Speise, ein Essen, was wir ganz besonders mögen und schon von früher aus der Kindheit kennen, gerne wieder essen und uns zubereiten. Beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal eine Suppe. Ja, wir bereiten uns genau diese Suppe zu, die uns damals die Großmutter gemacht hat oder der Großvater oder wer auch immer. Und beginnen dann diese Suppe zu essen und vielleicht, also bei mir ist es dann so, dass ich dann ganz automatisch wieder genau in diese Erinnerungsemotion hineinkomme, in das gute Gefühl, wie man zusammengesessen hat mit der ganzen Familie am Küchentisch und jeder hatte die Suppe und man hat die Gerüche quasi im Mund und in der Nase und im Mund den Geschmack. Und ja, es feuern genau diese Bilder, genau diese Assoziationsketten, so nennt sich das, die feuern wieder ab. Wie ist denn das überhaupt möglich, so dass so etwas ganz automatisch stattfindet? Ja, über die Sinne werden die Informationen aufgenommen. Die gelangen dann sozusagen in unser Gehirn, in unseren Hippocampus. Und im Hippocampus haben sich sogenannte neuronale Netzwerke gebildet. Und die bewirken, dass wenn über die Sinne Informationen aufgenommen werden, dann feuern diese Netzwerke und senden Signale an das implizite Gedächtnis. Und im impliziten Gedächtnis werden dann die sogenannten Informationen, die abgespeicherten Informationen zu den Sinneseindrücken wieder abgerufen. Und das bewirkt eben, dass wir genau diese Emotionen haben, dass wir wieder mit den inneren Filmen in Kontakt kommen, dass wir wieder sehen und so fühlen wie damals. Und das kann bewusst geschehen und das kann aber auch völlig unbewusst geschehen. Manchen Menschen ist das bewusst, manchen Menschen ist es nicht bewusst. Alles schön und gut. Bei schönen Erinnerungen macht das ja auch Sinn. Das macht dann ja ein gutes Gefühl für mich. Das Problem ist nur, dass das in die andere Richtung, mit den nicht so schönen Erinnerungen, mit den verdrängten Erinnerungen, mit den verdrängten Wahrnehmungen oder geleugneten Wahrnehmungen ganz genauso funktioniert. Was bedeutet, ich bin in einer Situation drin, ich spüre etwas, ich höre etwas, ich rieche etwas, ich sehe etwas, ich habe eine bestimmte Emotion, ein bestimmtes Gefühl und plötzlich startet der Angstkreislauf los. Genau die Angstgefühle, die damals als Kind erlebt wurden, die Hilflosigkeit, die Machtlosigkeit, nicht wissen, was zu tun ist, in einem handlungsfähigen Zustand in dem Moment sein, so dass selbst dir als erwachsene Person völlig alle Kompetenzen abhanden gekommen sind, weil du wieder in genau diese Erinnerungen hineingefallen bist, die du damals als Kind hattest und wo das Kind in der Situation auch noch keine Lösung hatte, um diese Situation adäquat zu lösen. Das Schöne ist, das können wir wieder auflösen. Wir können die neuronalen Netzwerke quasi anders verdrahten. Wir können neue neuronale Netzwerke bilden. Wir können Netzwerke umgehen und so weiter. Es ist möglich, den Kreislauf der Angst zu verlassen. Und wenn du wissen willst, wie das bei dir möglich sein kann, wie das bei dir gehen kann, dann nimm einfach Kontakt auf, klick den Link unterhalb dieses Videos oder im Kommentar. Besuch meine Seite zur Terminauswahl, such dir einen Termin heraus und wir kommen in Kontakt und können zusammensprechen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Dein Nils. Ciao.